Jetzt geht er mir auf den Sack! Boah, ich muss auch gleich den hier neben dem Bildschirm ausmachen, wo ich mich selbst sehe, ne? Sonst raste ich gleich aus. Mann! Was habe ich getan? Ey, ich bin so froh, dass ich Urlaub habe und erst am Montag arbeiten muss. Bis dahin ist ordentlich was nachgewachsen. Oh, Coruscant, Baby! Oh, wir sind aber auf den unteren Leveln. Das bedeutet ganz viel Abschaum. Ach so, wir sehen bestimmt die Spionin hier. Hm? Voll die Blade Runner Vibes, oder? Jetzt kommt so ein Ding aus der Tür. Ichuta! Oh, ein Probdruide. They're going, kinda leave, going. Alter, Gideon wird nicht auf Coruscant sein, oder? Das wäre dreist. Jetzt kommt das, was ich gesagt habe mit dem Rad. Wow! Das Maul-Vibe. Oh, die Trooper sehen schon ein bisschen aus wie die Erste Ordnung. Haben die Jetpacks? Oh, Klonkapseln. Yes. Er hat dieselbe Synchro wie dieser coole Schiffskapitän von Episode 8. Kommandant Hux, das ist der Vater von Hux aus Episode 7. Projekt Nekromant. Au, au, au. Er ist kein Freund von Thrawn. Die Spione. Plural. Ja, irgendwas ist mit den Mandalorianern auch. Irgendwelche davon sind safe auf Gideons Seite. Mein Tipp Nummer 1, die Schmiedin. Tipp Nummer 2, Axel Wolves. Ja, ja, Marco. Projekt Nekromant sagt schon alles. Der Anfang von der Folge interessanter als alle Folgen davor. Einfach jetzt fangen die an, den roten Faden weiterzuführen, ne? Unfassbar, wir sind in Folge 7. Das könnte tatsächlich, wenn hier der Titel Spione ist, ne? Sie könnte schon übelst fishy sein. Das könnte es auch erklären mit dem Helm, ne? Dass sie wollte, dass Bo-Katan den Helm abnimmt. Dass sie vielleicht auch nicht zu viel Zuspruch unter diesen ganzen Sektenmandos bekommt. Und dass sie überlebt hat bei dem Angriff auf Navarro, wo alle anderen Mandalorianer gestorben sind. Wo sie als einziges übrig war im ersten Teil. In der ersten Staffel. Oh, guck mal, Grogu. Grogu ist ganz schön zutraulich bei Bo-Katan. Wenn das nicht mal vielleicht ein Zeichen ist. Ja, das hätte safe irgendwie dritte oder vierte Folge sein müssen. Absolut, Aaron. Ich denke auch, das wäre so ein bisschen so ein Red Wedding-Ding von Game of Thrones, ne? Du denkst, die gehören alle zu dir, das sind deine Verbündeten, aber dabei gehört vielleicht die Hälfte zu Gideon oder so. Das wäre schon krass. Oh, die können sich gar nicht riechen, ne? Nein! Nicht die IG-Einheit! Oh mein Gott! Es stimmt alles! Es stimmt alles! Oh Gott! Was hast du mit IG-11 gemacht? Nein, das ist jetzt IG-12. Gefällt er dir? Ob er mir gefällt? Böses Baby! Nein, nicht drücken! Wer hat das letzte Mal noch im Podcast im Stream gesagt, naja, das mit der IG-Einheit hat ja auch nicht gestimmt. Abwarten. Ich erwarte eine Entschuldigung. Nein. Was meinst du mit nein? Ich schätze, er will sagen, er ist alt genug, um es zu bedienen. Ja. Hol ihn da raus. Nein. Ey, soll ich euch was sagen? Ich bin ganz ehrlich. Ich find's nicht so scheiße, wie ich's dachte. Ich find's gerade gar nicht so übel. Wenn er jetzt nicht dauerhaft in dem Ding ja. ist, ne? Ja. Ja. Sondern gerade so für einen Kampf ja. oder so. Ja. 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 Oh nein! Ja. 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 Ey, ich weiß nicht warum. Ich find's gar nicht so scheiße. Ja. Ich hab mir das voll übel ausgemalt. Das ist nicht. Jetzt geht er mir auf den Sack! Hey, Leute, ihr wisst, ich bin ehrlich. Ich habe die Idee gehatet. Und auf dem Papier hat sich das auch echt dumm gelesen und dumm angehört. Ich find's nicht bad.
Also es ist nicht so schlimm, wie ich dachte, tatsächlich. Ich weiß auch nicht warum, aber es wirkt irgendwie nicht so bescheuert. Aha. Jetzt kommt die Herr der Ringe-Szene mit, du hast meine Axt und meinen Bogen. Und der Heavy wird gehen und Axel Wolf wird gehen und meine Perle wird gehen. Die ganzen Hauptdarsteller gehen jetzt. Oh, das sieht schon geil aus. Sie können schon echt jetzt ein bisschen austeilen, ne, mit dem, was sie haben. Boah, Effekte sind on point in der Folge bis jetzt, finde ich. Ich war hier, als es passierte. Sehen Sie den ganzen verglasten Planeten. Ja, das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Die dabei waren, das miterlebt haben, die haben da natürlich nochmal ein ganz anderes Standing dazu. Aber vielleicht wird der gemeinsame Kampf sie auch verbinden. Wir haben da ja drüber gesprochen im Livestream, das wird schon eine schwere Mission, die zu vereinen. Oh, das war zum ersten Mal, wo die Landung geil aussah und nicht wie an Seilen. Das sah richtig nice aus, das sah gerade richtig Iron Man-mäßig aus. Ja, man kann halt sagen, was man will. Hier ergibt IG-12 halt auch Sinn, ne? Weil Grogu ist halt immer noch ein kleines Kind. Es wurde zwar in der Macht trainiert, 2 Jahre von Luke, aber in richtigen Kriegsgebieten ist er halt immer noch zu klein. Und da ist so ein Anzug schon logisch. Bo-Katan sieht einfach 10-mal besser aus mit der neuen Frisur, ne? Die sah so scheiße aus in ihrem ersten Auftritt und alle Leute fanden es toll. Und wenn du jetzt die Vergleichsbilder siehst, da sieht einfach grausam aus. Was ist denn das? Oh Gott, das sieht aus. Linke Flanke. Das ist jetzt Klone oder so, so wie in Rebels. Ah ne, das sind wahrscheinlich Überlebende auf Mandalore. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, da gibt es bestimmt irgendwo Überlebende. Ja, ja, es sind doch mandalorianische Helme. Oh, wie geil sehen die denn aus? Die sehen ja aus wie der Mythos Boba Fett. Oh, das ist der Junkie von Breaking Bad. Ich liebe diesen Moment gerade mit dem Dialog, ne? Das ist einfach genau das, wovon ich die ganze Zeit rede. Und da wollt ihr mir sagen, das kostet 80 Millionen oder was? Geil. Bisschen Lore, bisschen Charakter. Ich werde dir dienen, bis es soweit ist. Oh, das ist der Jon Snow Khaleesi-Moment. Boah, ich hab Gänsehaut. Auch wenn es keinen Sinn ergeben hat, was er gerade gesagt hat. Weil das Dunkelschwert war so wichtig. Als man erinnert sich an den Dialog zwischen ihm und der Schmiedin. Ja, und die Schmiedin haut jetzt mit den Verletzten ab, um sie zu retten. Und meldet Gideon, wo die sind bei der Schmiede, damit die angegriffen werden. Safe. Safe. Darum koppelt sie sich jetzt aus. Sie ist keine Ärztin. Sie kümmert sich auf einmal um die Verletzten. Warum macht das nicht irgendeine random Mandalorianerin? Die Folge bis jetzt fühle ich. Bis jetzt kein Geballer, nix. Charakter, Feeling. Ich liebe es. Ratte! Ratte! Ich sag's euch. You heard it first here at Nerdbomb. Ratte! Jetzt ist da alles voller Sternzerstörer oder so. Ja, keine gute Idee, das war mir klar. Kann man mit Wookies und mit Mandalorianern nicht spielen. Das war böse. Als ob der sich jetzt mit dem 30 Kilo schweren Heavy prügeln müsste. Oh, was war das für ein geiler Move? Sieht einfach aus wie Godzilla. Ich wollte gerade sagen, sieht einfach aus wie Godzillas Rücken. Da bewegt sich auch was. Alter! Jetzt kommt der Stachelrücken hoch und dann hörst du, wie die Energie sich auflehnt. Kommt jetzt echt ein Mythosaurier? Oh, bitte nicht der Rest der Folge jetzt gegen Mythosaurier kämpfen. Das wäre völlig lame. Wir haben gerade Gideon und so gehabt. Oh, was ist das? Das ist doch kein Mythosaurier. Der hat gar keine Hörner neben. Oh, was zur Hölle ist denn das? Oh, der schwarze Mandalorianer hier hat fast dieselbe Rüstung wie
Vielleicht gibt es auch verschiedene Arten Mythosaurier, aber das sah jetzt nicht aus wie ein Mythosaurier. Oh, jetzt kommen die Stormtrooper. Wow! Das sind keine Mandalorianer. Sie fliegen jetzt. Sie fliegen jetzt. Ich hab's euch gesagt, die Schmiedin hat die verraten. Darum ist die Schmiedin noch abgezogen. Sie ist absolut eine Ratte. Yeah! Here's my girl! Zeig's ihm! Yeah! Jawoll! Magge! Ja! Yeah. Wenn so mächtig ihr seid, warum ihr dann schon gehen? Oh, das Imperial! Oh, die ganzen Steine, das ist, wo Gegner war vorhin. Die haben eine Base auf Mandalore. Alter, wie sie da reinpreschen, ne? Die überrennen sie ja. Ja! Alter, sie haben eine komplette imperiale Basis auf Mandalore. Shit, darum sterben da auch alle unten immer, wie die gesagt haben. Oh, den ist getrennt von den anderen. Oh nein. Oh Gott. Grogu, mach mit der Macht die Tür auf. Oh, scheiße. Gideon hat auch eine Rüstung. Hat er auch Hörner? Wie die Schmiedin? Tatsächlich. Ja, aber bei ihm sollte es wahrscheinlich eher so eine Art Krone sein oder so. Oh mein Gott, sie haben den Dunkeltruppenrüstung. Ja, Klone, Jedi und Mandalorianer. Solange wir noch alle überraschen können. Was macht er mit den Jedi? Oh shit, Mann, die wollen die Flotte bombardieren. Glaub mir, das war alles die Schmiedin, diese Ratte. Geh nämlich den mit, oder? Schafft ihn in den Besprechungsraum. Oh shit. Die Truppen sind so eine Mischung aus Sith Trooper und Erster Ordnung. Mach die Tür auf und sie gibt's hier. Das ist der Weg. Ja! Ah, okay, sie will einen Ausgang schneiden. Ich weiß noch nicht, ob ich Gideon in dieser Rüstung fühle, aber der Heavy stirbt jetzt. Naja, der bleibt schon alleine zurück, der stirbt jetzt. Boah, Alter, was teilt der aus? Verschwindet, es sind zu viele. Nein! Das ist der Weg. Oh. Boah. Oh, wie seine Waffe glüht. Wow! Scheiße! Ja, Mann! Jetzt kommt Gideon und ersticht ihn oder so. Woo! Hulk Smash! Oh. Genau dieselben Waffen wie in Episode 8. Oh, scheiße. Oh, waren die Badass. Alter. Leute, alle Leaks stimmen. Alle. Alle. Das bedeutet für mich aber leider Gottes, ich weiß noch viel mehr, was ich euch gar nicht sagen kann. Oh mein Gott.
Leute, das war eine richtig geile Folge, aber ich muss einen negativen Satz direkt raushauen. Das ist die 7. Folge, Mann. Wir kriegen nur noch eine Folge. In der 7. Folge fangen die an, einen guten roten Faden durchzuziehen.